Hallo, ich bin Peggy Patschke und hier gibt es regelmäßig 2-Minuten-Power-Lesungen mit guten Gedanken für trübe Tage, die wir teilen können an die Menschen, die es gerade gut gebrauchen können. Virtuelle Umarmungen hier, Kraftstoff für die Seele zwischendurch. Und einige von euch haben mir geschrieben, dass ich aus dem Büchlein, was ich ganz am Anfang hier schon mal vorgestellt habe, der Klassiker Kali Gibran, der Prophet, unbedingt noch ein zweites Thema, eine zweite Geschichte vorlesen soll, die in diesen Tagen auch so wunderbar passt. Und das mache ich sehr, sehr gern. Carsten aus Dresden hat hier geschrieben, das ist mindestens so schön wie die Geschichte über die Liebe. Und das ist die von der Freundschaft. Wenn euer Freund seine Meinung äußert, fürchtet ihr nicht das Nein in eurer Seele, noch versagt ihr ihm bitte das Ja. Und wenn er schweigt, hört euer Herz nicht auf, seinem Herzen zu lauschen. Denn ohne Worte werden in der Freundschaft alle Gedanken, alle Wünsche, alle Erwartungen geboren und geteilt, mit einer Freude, die keiner Bestätigung bedarf. Und trennt ihr euch von eurem Freund, dann trauert nicht, denn was ihr an ihm am meisten liebt, könnte in seiner Abwesenheit noch klarer zu erkennen sein, so wie dem Kletterer der Berg von der Ebene aus noch deutlicher erscheint. Und kein anderes Ziel soll die Freundschaft haben als die Vertiefung des Geistes. Denn Liebe, die etwas anderes anstrebt als die Offenbarung ihres eigenen Geheimnisses, ist keine Liebe, sondern ein ausgeworfenes Netz und nur Wertloses verfängt sich darin. Und euer Bestes sei für euren Freund. Wenn er die Ebbe eurer See erleben muss, dann lasst ihn bitte auch deren Flut erleben. Denn was ist euer Freund, dass ihr ihn aufsuchen dürftet, um Zeit totzuschlagen? Sucht ihn stets auf, um Zeit zu erleben. Denn seine Aufgabe ist, eure Sehnsucht, nicht eure Leere zu füllen. Und die Süße eurer Freundschaft sei mit Lachen und geteilten Freuden gewürzt. Denn im Tau kleiner Dinge findet das Herz seinen Morgen und seine Erquickung. Viele kleine Dinge, die euch gut tun, das wünsche ich euch in diesen Tagen. Achtet gut auf euch, auf die neben euch und teilt diesen Link. Ein bisschen Kraftstoff verschicken für diese Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.